Hallo ihr Säblinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Riding Out Beta, zur ersten Folge des Jahres 2016. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich habe mich jetzt vorerst für das Haus da oben entschieden, solange bis ich weiß, wie ich das mit dem Stall mache. Weil, ja, für den Stall haben wir da nicht wirklich Platz, aber wir können ja mal noch weiter schauen. Denn wir werden bald weitere Möglichkeiten haben, uns umzuschauen. Und zwar, ich reite mal gerade ein bisschen langsamer. Ich muss nämlich jetzt mal schauen hier, dass ich mir mein Handy vor die Nase halte. Die Caro hat gestern noch spät eine Nachricht veröffentlicht mit Infos zum kommenden ersten Update. Und zwar wird es ein größeres Update, deswegen hat es jetzt oder wird es ein bisschen länger dauern, als vielleicht zuerst gedacht war. Es wird aber wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht. Aber es ist noch nicht garantiert. Aber wir dürfen hoffen. Immerhin. Was wird alles drin sein im Update? Es wird eine neue Questreihe drin sein. Es wird also weitergehen und wir werden dann nicht hier mit den Eisenbarren, die wir dem Schmied bringen müssen, aufhören. Die Karte wird sich erweitern. Deswegen meine ich, dann haben wir nochmal neue Möglichkeiten uns... Das ist gar nicht so einfach, wenn man mit der Tastatur lenkt. Wir werden nochmal weitere Möglichkeiten haben, uns umzuschauen. Der Tag-Nacht-Zyklus kommt rein, da wurde ich auch schon nachgefragt. Es werden noch mehr Bugs gefixt. Es wird mehr Funktionen geben. Caro schrieb, dass sie uns noch nicht verraten kann, welche sind. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was es sein könnte. Aber ich sage noch nichts. Was wird uns noch erwarten? Etwas verbesserte Grafik wird uns auch schon erwarten. Und optimierte Leistung und weniger Lags. Was bestimmt auch den einen oder anderen von euch freuen dürfte, weil ich habe jetzt schon von vielen gelesen, das ist total doof, das ist wirklich eher für reine Gamer-PCs. Ich habe das nicht, dann kann ich das gar nicht spielen. Und ich freue mich einfach dann, dass es dann schon reibungsloser bei vielen von euch auch laufen dürfte. So, ich möchte jetzt hier mal schauen, ich will jetzt hier auf die Weide, wenn jetzt hier unser Araber schon... die Weide hier oben bezieht. Dann möchte ich hier auch eine Tränke draufstellen. So. Die ist ja zum Glück auch kostenlos. Die stellen wir mal hier hinten in die Ecke. So. Drehen wir mal und zup. So. Jetzt kann er auch was trinken. Bin ich auch mal gespannt, ob man da vielleicht auch irgendwann mal wirklich Wasser reinfüllen kann. Das geht ja momentan noch nicht. So. Also. Ihr seid, ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden... Kommen wir überhaupt rein? Ha, ja gut, das geht. Ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, dieses Haus hier zu beziehen. Da es mir aber hier unten ein bisschen zu, ja, zugestellt ist, dafür, dass es ein Wohnhaus ist, habe ich mir überlegt, bastel ich hier dann halt einfach so lange mal so ein Paravent vor. Zup. So. Und schon ist es hier unten ein bisschen, ja... Leerer ist es ja nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach ein bisschen ordentlicher. Den kann ich, glaube ich, auch nicht wegnehmen, genau weil er schon vorplatziert war. Genauso sieht es mit den Regalen aus. Deswegen müssen wir schauen, dass wir den Großteil der Sachen hier... Hier haben wir auch noch Stauraum unter der Treppe. Ist natürlich schlau genutzt. Hier hinten haben wir ja schon ein Bett und sowas. Hier haben wir sogar schon zwei Betten. Und Tisch mit Möglichkeiten, wo man sich stärken kann, haben wir hier auch schon. Was mir jetzt hier aber persönlich noch fehlt, ist eine gemütliche Sofaecke. Und die wollte ich dann ganz gerne hier unten reinbauen. Warte, machen wir oben einen Kamin drin? Nö, haben wir nicht. Aber das ist jetzt, uppala, es ist ein bisschen... Ich werde hier auch keinen Kamin reinstellen, weil wenn ich jetzt hier hinten einen Kamin reinstelle, hier vorne ist schon Feuer vor, das muss auch nicht unbedingt sein. Ich glaube, das ist da ein bisschen unpassend. Ich überlege nun gerade, wie ich das hier mache. Also ich brauche auf jeden Fall für mich persönlich hier noch so eine kleine Sitzecke rein. Ich würde jetzt einfach mal hier so ein Sofa hinstellen. Und wir können auch zwei Sofas hinstellen. Ha! Warte mal, mach mal. Das wäre doch auch eine Idee. Wir stellen hier einfach ein Sofa hin und stellen hier auch nochmal ein Sofa hin, dass man sich hier so ein bisschen gemütlich hinsetzen kann. Und jetzt stellen wir dazwischen... Nee, das war nicht beim Bauteilen. Hier, das ist eigentlich eine Bank. Aber... Ich finde, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, das hier so bei den Sofas als Tisch zu nutzen. Beziehungsweise, dass das wenigstens so aussieht, als ob es ein... Ah! Nein, meine Tastatur.
Juhu, das habe ich ab und an schon mal. So, jetzt geht's wieder. Das ist schon mal, ich habe das ja alles an einem Hub angeschlossen und da ist der Stecker nicht mehr so gut. Ich habe das Gefühl, dass es dadurch ausgelöst wird. So, ich muss das noch ein bisschen... Ja, so passt es doch. Es ist immer noch nicht so ganz mittig. Ne? Also, schrecklich viel können wir jetzt hier gar nicht einrichten. Bei dem anderen Haus waren jetzt schon häufiger die Wünsche gekommen, dass wir da doch einen Stall reinbauen. Aber das ist definitiv zu klein für einen Stall. Also das ist, da kann man nicht wirklich einen Stall rein... Oh je, der glänzt ja wie Altenkirchen. Das stellen wir mal lieber hier hin. Da kann man nicht wirklich einen Stall reinbauen, weil das würde maximal für ein Pferd reichen und das ist dann ja viel zu wenig. Also von daher, sowas wird da nicht reinkommen. So, dann würde ich hier gerne noch so ein Buch. Zack. Jetzt haben wir es doch hier unten schon gemütlicher. Und hier können wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen was reinstellen. Ich bin nur am überlegen. Nehmen wir hier Bücher oder was stellen wir hier rein? Nein, ich habe es einmal zu oft gedreht. So einfach, dass es hier ein bisschen mehr nach bewohntem Haus einfach aussieht, hätte ich das hier gerne. So. Hier hinten auch noch welche hin. Da kommt noch eins hin. Da. Und dann machen wir hier unten noch eins, das so ein bisschen versetzt ist. Da wirkt es gleich nochmal voller. So. Ist ja ganz schön belesen. Ich wollte doch mal gucken, was hier oben im Regal drin steht. Ach, gucke. Haben sie uns schon wieder was voraus? Wir haben hier nur die roten Bücher und die haben auch noch violette und weiße. So, hier auf dem Balkon möchte ich auch gerne schon mal was bauen. Und zwar wollte ich hier gerne eine kleine, ja, auch sowas wie eine Sitzecke. Was heißt Sitzecke? Das ist das falsche Wort. Ich wollte hier einfach gerne so ein kleines rundes Tischchen. Wollte ich mir hier draufstellen. Direkt auch gerne hier an den Balkon dran. So. Und jetzt würde ich hier Stühle drumherum stellen. Zap. Und. Nein! Und zap. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die auch später nutzen kann. Ich lasse es jetzt erstmal bei zwei Stühlen. Das reicht ja für den Anfang. Ich würde hier aber auch noch so ein Kerzenständer draufstellen. Weil wenn da dann demnächst der Tag- und Nachtzyklus kommt, das wird schon ziemlich dunkel, das kann ich euch sagen. Dann hängen wir uns hier vielleicht so ein Kutschrad außen dran als Deko. Wo haben wir es denn jetzt? Ich finde das Kutschrad nicht mehr. Da unten ist es. Ha! Gefunden! Oh, das steht ein bisschen vor da an der Stelle, warum auch immer. Naja gut, das macht ja nichts. Hängen wir es einfach hier hin. So... Und hier unten hätte ich gerne eine Feuerschale noch. Obwohl, das braucht man eigentlich jetzt auch gerade gar nicht. Weil wir jetzt hier sowieso schon die Kerze oben drauf haben. Der Witz ist, ich muss in diesem Haus ja eigentlich gar nicht mehr wirklich, was heißt gar nicht mehr wirklich, ich muss ja eigentlich nichts mehr einrichten, weil er schon so weit eingerichtet ist. Das heißt, wir schnappen uns jetzt gerade nochmal unser Pferd. Ich will noch nicht umziehen so ganz, weil, wie gesagt, ich möchte noch schauen, was in dem neuen Gebiet dann kommt. Was wir da dann als Möglichkeit haben, wenn die Kartenerweiterung schon kommt, das ist ja auch Wahnsinn. Die Karte ist jetzt schon recht groß, muss ich sagen. Und wenn dann jetzt schon eine Erweiterung kommt, ja. Das ist schon eine nette Sache. Finde ich auch schon wieder richtig klasse. Wo kommen wir jetzt eigentlich hier nochmal raus? Dann kamen wir oben hier in dem kleinen Wäldchen raus. Oder links von uns das Sonnenblumenfeld ist, oder? Nö. Ich komme nirgendwo raus. Wo kann man denn von hier hingucken? Uff, da. Mondlandschaft. Ich will mal schauen, wie weit man hier gucken kann. Kommen wir hier hoch? Ach, gucke mal hier, wir haben ein Bergsteigerpferd. Wow. Da ist doch so eine Talsenke.
Da unten ist das Dorf. Was haben wir denn da? Das sieht ziemlich gerade aus. Kann man da vielleicht was bauen? Was für ein Bereich ist das denn? Oder sieht das nur von oben gerade aus? Jetzt komme ich hier wieder. Oh je, oh je, oh je. Müssen wir dann da abbiegen? Hier. Das ist tatsächlich recht schön gerade hier. Hier könnte man auch was bauen. Ja, hier könnte man auch was bauen. Ja, ich muss mal noch gucken. Ich muss mal noch gucken. Ich bin, wie gesagt, auch sehr gespannt. Ach, hier geht, glaube ich, der eigentliche Weg hoch. So, halb zumindest. Ich bin sehr gespannt, was uns für ein neues Gebiet erwartet. Vielleicht kommt ja auch schon eine andere Vegetation. Könnte ja auch sein. Ich würde mich ja über Küste oder sowas freuen. Da hatte mich Caro irgendwann schon mal nachgefragt. Da hatte ich auch gesagt, oh, Meer und Küste, das wäre schon toll. so ein Strandgebiet. Wie blöd ich eigentlich gerade gelacht habe. Das ist ja Wahnsinn. Das ist an Blödheit nicht mehr zu übertreffen. Eieieiei. Ich würde aber fast sagen, ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle wieder mal von euch. Nächste Folge könnten wir doch einfach mal, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr Bock drauf habt, könnten wir dann nochmal schauen, dass wir vielleicht mal noch ein bisschen uns an die Suche nach diesen goldenen Trophäen machen. Ich weiß, viele haben es schon gemacht. Ich habe es jetzt bislang eben noch nicht gemacht. Ich habe ja noch nichts gemacht außerhalb von den Aufnahmen. Sonst das Einzige, was ich außerhalb der Aufnahmen mache, ist Eisen einschmelzen und hier rüber transportieren und zu Geld machen. Aber sonst eigentlich gar nichts. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnten wir das in der nächsten Folge mal machen. Wir müssen uns ja jetzt noch ein bisschen gedulden. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt in der verbleibenden Woche oder ich denke mal Woche, anderthalb noch machen, bis das Update dann rauskommt. Ihr könnt mir auch gerne mal Ideen posten, wenn ihr schon was habt. Wie gesagt, ich möchte jetzt noch keinen Hof bauen, weil ich das anscheinend nicht abreißen kann. Und dann wäre es alles rausgeschmissenes Geld. Ich möchte erstmal noch die Kartenerweiterung abwarten. Und dann können wir gucken, ob da was bei ist, ob wo wir uns niederlassen oder ob wir uns doch hier irgendwo niederlassen. Also das richtige Bauen von einem eigenen Hof und Stall fällt erstmal weg, eben aus diesem Grund. Aber wenn ihr andere Ideen habt und Wünsche, dann ab damit in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.